Hallo und herzlich willkommen wieder bei uns. Ja, heute ist nicht so ganz schönes Wetter. Na ja, doch. Und ja, ich zeige euch heute mal meine Amsel. Ja, ihr habt es richtig gehört, meine Amsel. Nein, beziehungsweise ich habe die gestern auf der Straße bei uns gefunden. In meiner Straße. Und ja, die lag da einfach so. Sowieso ein Auto drüber gefahren. Jetzt habe ich die erstmal mitgenommen. Die hat wahrscheinlich einen gebrochenen Flügel und gebrochenen Fuß, wie auch immer. Und da habe ich die erstmal bei mir da in den Hasenstall reingetan. Und ich werde die wahrscheinlich, wenn es der besser, soweit besser geht, dann einfach die Tür aufmachen, dann kann sie wieder abhauen. Ich habe die Geschichte erst wirklich gar nicht geglaubt. Als er sagte, lass mal ein Video über eine Amsel machen, dachte ich, er will jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwas damit sagen, über die Enten oder so, keine Ahnung. Aber, nein, keine Ahnung. So ist Das das. ist tatsächlich die Wahrheit. Also, ja, für die habe ich schon mal erstmal, das hier ist das Futter. Ich hatte noch was altes Hühnerfutter. Das müssen wir demnächst auch mal zu den Hühnern tun. Ich weiß halt nur, das ist schon relativ alt. Da ist halt verschiedenes Zeug drin. So, ich habe extra Handschuhe an. Ich weiß nicht, wie die auf mich reagiert. Gestern wollte ich mich schon beißen. Ja, die Kamera ist leer gegangen, eben. Ja, jetzt haben wir sie aufgeladen. Ja, und jetzt geht's dann halt weiter. Ja, wir wissen jetzt nicht mehr genau, wo wir eben waren, aber bei der Amsel waren wir. Ja, gut, dann zeigen wir jetzt mal die Amsel. Da habe ich Wasserbötchen hingestellt, Bötchen hingestellt. Voilà. Jetzt kann man sie sehen. Ah! Die läuft immer wieder da hinten in die Ecke. Ich kann hier mal rausholen. Ah! Ich kann hier mal rausholen. Da liegt so viel Holz rum. Ich habe extra Handschuhe dabei. Weil wer weiß, was sie für Krankheiten hat. Ja, ist so. Bei Wildtieren Ist weiß man so, nie, was, ob ist die so. Krankheiten haben oder so. Die geht richtig ab. Ja, ich versuche die mit hier dem Stöckchen abzulenken, weil die beißt. Ah, jetzt liegt die auf dem Boden. Ich wollte ihn nicht so fest greifen, deswegen. Ja, hier. Da ist Man Blut. sieht das Blut. Ich habe so das Gefühl, dass sie das Flügelchen gebrochen hat. Ist halt jetzt ein bisschen Und Stress ja. für die, aber wird jetzt auch wieder reingesetzt. Das ist eine weibliche Amsel. Das erkennt man daran, dass sie heller ist als die Männchen. Ja, Die genau. Männchen sind so schwarz Ja. und die sind halt Hier bräunlich. sieht man auch öfters mal die Männchen. Die Weibchen sieht man auch öfters. Die Männchen sieht man öfters. Ja. Das war das Video über die Amsel. Ja. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.